Also ich hab ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich selber auch brenne zu stellen, aber ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn das Publikum anfängt. Gibt's Fragen? Kommst du vor und nimmst das Mikro? Also ich habe zwei Sachen. Erst David. Nummer eins, es muss klar sein, dass er dann am Video ist, gell? Okay. Ansonsten würde ich nur die Leute vorne filmen. Gut, mir ist das wurscht. Ja, dann passt. Kannst du mein Mikro auch hinsetzen, dann sieht man dich. Nein, das ist schon okay. Ich habe zwei Sachen. Das eine möchte ich, was ich zum Standard-Posting sagen möchte. Also, poste dort meine Blogs und sehe aufgrund dessen, welche Reaktionen habe. Das heißt, es kommt dann schon vor, dass ich zum Beispiel auf ein Posting 500 Zugriffe auf meine Homepage habe. Das ist durchaus also, klar, das glaube ich schon. Ja. Ja, aber das heißt, man hat dann schon unter Umständen Reaktionen im Standardforum. Das ist schon gut, das ist aber die große Menge ist es. Also es die große es Menge ist es nicht, aber 500 ja. zusätzliche ist Zugriffe. Das ist mal super, ja. Weiter. Ist nicht so schlecht. Ja. So, das eine und das zweite ist, was mich in dem Zusammenhang ganz wesentlich interessiert, und das ist ja vielleicht für die anderen viel interessanter, weil es gibt ja einen wesentlich großen Unterschied zwischen Facebook, der Funktionsweise von Facebook und Twitter. Mhm. Und ich erreiche mit einem Facebook-Posting ganz andere Sachen als mit einem Twitter-Posting, das ja auch ganz anders ausschauen muss. Mhm. Und Ich bediene, ja, nicht ganz anders, aber allein aufgrund der Zeichen muss anders ausschauen. Jetzt weniger. Ja, das heißt, ich muss meine Aussage dort sehr viel mehr zuspitzen, als ich es auf Facebook machen muss, weil dort kann ich mich auslassen unter Umständen. Und da ist natürlich für mich auch die Frage, ich glaube, dass ich auf Twitter eher eine andere Blase erwische als auf Facebook. Und wie schaut das aus? Was kann ich damit bezwecken oder wie kann ich das noch professioneller einsetzen, wenn ich das machen will? Das ist das, was mich jetzt in dem Zusammenhang interessiert. Das waren jetzt gleich viele Fragen. kann ich da vielleicht noch eine allgemeinere Frage dazu stellen, weil ich glaube, das passt auch ein bisschen dazu. Wir haben jetzt gesehen, man kann Standardkommentare auswerten, wir haben gesehen, man kann Facebook-Postings auswerten. Was mich wirklich brennend interessieren wird, ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich frage jetzt sozusagen diejenigen, die auch von der Praxis da mehr Erfahrung haben als ich. Mich würde brennend interessieren, wie viel tatsächlich mehr Leute auf Facebook kommentieren. Ob das relevant oder relevanter ist. Wir haben jetzt gerade gehört, die Foren sind nicht relevant. Haben wir da irgendeine Chance? Du hast ja gesagt, dass du scrapst auch die Kommentare mit. Also gibt es da irgendeine Möglichkeit, uns für die Zukunft auch so Vergleiche heranziehen zu können? Also zwischen, was im Standardforum passiert, an einzelnen, an Unique-Usern und dem, was auf Facebook passiert. Also die Kommentare auf Facebook, das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Vielleicht kannst du da etwas dazu sagen. Wir scrappen jetzt die Kommentare, aber analysiert haben wir es nicht. Mhm. Noch nicht, aus zeitlichen Gründen, aber was ich noch sagen kann zu diesem Vergleich zwischen Twitter und Facebook auf politischer Seite, auf politischer Ebene, ist der, dass einerseits, und da spreche ich zuerst einmal von meinem Gefühl, dass das Publikum auf Twitter ein ganz anderes ist als auf Facebook. Sicher auch sehr viele Leute aus dem journalistischen Bereich zum Beispiel auch auf Twitter aufhalten. Und die Parteien und auch die Politiker selbst Twitter schon auch in den Angriff nehmen, aber viel verhaltener als Facebook. Und das hat dann schon einen anderen Einfluss letztendlich, weil die Anzahl der Leute, die einem Politiker folgen auf Twitter, ist bis zu ein Zehntel von dem, was es auf Facebook letztendlich ist gerade. Ja. Das wird sicher noch steigen, aber jetzt gerade ist das Steckenpferd letztendlich Facebook. Ja. Twitter wird sicher noch als Relevanz dazu bekommen. Also ich glaube, die Twitter-Szene in Österreich ist eine Journalisten-Bubble im Endeffekt. Ja. Das ist eine sehr kleine Szene im Endeffekt, die Twitter hat es geschafft, weltweit diese Journalisten und so weiter auf Twitter zu bekommen. Ja.
Und da, die ist sehr in sich geschlossen, auch da geht nicht sehr viel raus. Auf Facebook ist, glaube ich, die Reichweite weitaus größer im Endeffekt. Ja. Auch für Politiker, man sieht das beim Strache, was der für Postings hat drunter. Ob dann gelesen werden, ist ja die andere Frage, aber er kriegt damit Interaktionen, er featuret das Posting, so wie du so schön gesagt hast auch. Ja. Und bei Twitter ist das wirklich, wenn im Journalistenumfeld was machen möchte, ist Twitter wahrscheinlich super dafür, aber sonst ist es, glaube ich... Muss ich widersprechen. Ja. Die, gefühlt würde ich das sofort unterschreiben, ja. Die tatsächlichen Zahlen schauen aber anders aus, also die verfügbar sind oder die man von Twitter kriegt. Erstens einmal anhand der Userzahl. Twitter hat in Österreich ungefähr 550.000 monatlich aktive User. Das kennen nicht nur Journalisten sein. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie die Interessensgruppen der Soziodemografie auf Twitter im Vergleich zu Facebook ausschaut, dann ist der Unterschied weitaus geringer, als man vermuten würde. Also auch auf Twitter sind typische Lifestyle-Themen wie zum Beispiel Mode, Styling, Fashion durchaus weit verbreitet und weitaus weiter verbreitet als die Journalisten-Bubble, die es zweifellos auf Twitter gibt. Die ist halt aber die, die man auf Twitter viel leichter kriegen kann und viel leichter erreicht und in die man viel besser eindringen kann auf Twitter, einfach auch deshalb, weil dort fast alles öffentlich stattfindet. Und man es so leichter schafft, auf Twitter mit Meinungsbildnern in Kontakt zu treten und das macht es so spannend. Aber wenn man einfach nur die Userbases vergleicht und die Insights, die es darüber gibt, dann unterscheiden sich die beiden Plattformen nicht so dramatisch. Außer, dass Twitter im Gegensatz zu Facebook immer noch männlich dominiert ist. Das sind kaum Social-Media-Plattformen noch. Das ist eigentlich nur, sonst nur auf LinkedIn und auf Xing so. Okay. Ich möchte euch gleich anschließen, weil nachdem ihr ja alle drei ein bisschen einen mathematischen Zugang habt, mich interessiert eine Geschichte, und zwar sowohl für Facebook als auch für die Zeitungsforen. Wo ist eigentlich von der Frequenz her die optimale Reichweite? Habt ihr das irgendwo rausbekommen? Weil also auf Facebook zum Beispiel, die Politikerforen wurden sehr unterschiedlich bespielt, von der Anzahl der Postings. Der Strache hat bisweilen bis zu 20 Postings am Tag rausgehauen. Der Kurz und der Kern eher so um die 5, auf der SPÖ-Seite wieder ein bisschen mehr, 10 oder so. Und ich habe bis jetzt noch nichts darüber gefunden, wo sozusagen der Grenzwert liegt, wo das überschnappt und wo sich die Postings dann gegenseitig kannibalisieren. Das heißt, wo die Reichweite pro Posting sinkt. Das finde ich eine ziemlich interessante Frage und die Frage kann man bei den Zeitungsforen stellen. Wenn am Standard so viel mehr kommentiert wird, wie zum Beispiel auf der Krone, und Krone und Standard als Websites sind jetzt in einer vergleichbaren Größenordnung, heißt es, dass sozusagen die Sachen am Standard im Prinzip mehr gelesen werden oder heißt es, dass sie weniger gelesen werden, weil sie sofort im Orkus verschwinden? Ne? Und wo ist da sozusagen der Grenzwert? Also um Leute zu erreichen, sollte ich eher am Standard posten oder sollte ich eher auf der Krone posten? Das ist die andere Frage. Das ist eine schwierige Frage. Also was zum Beispiel, was auch interessant ist am Standard, und auch auf der Krone passiert es ja nicht am Standard, die machen ja viele Beiträge aus den OTS-Meldungen, die sind automatisiert im Endeffekt, die reinkommen, die haben meistens die wenigsten Postings. Also die vom Standard selber recherchiert sind. Von den Kommentaren, schwierig. Schwierig, ja, ist echt schwierig zu sagen. Ich glaube, dass es ziemlich ähnlich ist im Endeffekt. Ja. Ich glaube, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Das eine ist, wie hoch ist meine potenzielle Reichweite mit einem Post in einem Forum der Tageszeitungen, was ja dann dort zwar Posting heißt, aber in Wirklichkeit ja vergleichbar wäre mit einem Kommentar unter einem Posting auf Facebook. Das heißt, es ist ja nicht vergleichbar mit der Anzahl der Posts, die jetzt zum Beispiel der Strache oder der Kern abgesetzt haben. Da gibt es schon in neuester Zeit keine wirklichen Untersuchungen dazu. Bis nur vor 2 Jahren war immer so der Wert, den diverse Untersuchungen gezeigt haben, dass die besten Interaktionsraten bei einer Posting overall, das betrifft aber eigentlich hauptsächlich Unternehmensseiten, weniger Politik oder tagesaktuelle Berichterstattung, dass da Postingtakt von jedem zweiten Tag ideal ist. Hat sich aber, je stärker der Algorithmus greift, mehr oder weniger aufgehört. Und das hat eigentlich nicht mehr mit der Posting-Frequenz zu tun, sondern wie schnell, wie viele mit dem Beitrag interagieren. Das ist eigentlich die entscheidende Zahl. Und besonders auf Facebook kann man das auch ganz gut sehen, wenn ein Post veröffentlicht wird und man sich so die erste halbe Stunde anschaut,
dann kann man schon ganz gut voraussagen, ob der Post erfolgreich sein wird oder nicht. Und dann zum Beispiel beim Standard ist es so, wenn du es beim Standard schaffst, in diese Dokumentare-Section zu kommen, ja, dann hast du wahrscheinlich, dann ist natürlich die Reichweite weitaus größer. Ja. Weil es wirklich so, dass, also auch bei der Krone ist es so, wenn du die Krone zeigt, glaube ich, nur 10 Postings an oder so, dann musst du auf die nächste Seite gehen. Und dann mal auf die nächste Seite zu gehen, ist natürlich ein Schritt, den die vielen meisten nicht mehr machen im Endeffekt. Ja. Interessanterweise, wenn ich poste, so gegen 7 in der Früh, das hat man die Zeit, wenn die Leute anfangen, Das hängt vom Zeitpunkt ab. Ja. Also erst einmal, wenn ein Artikel erscheint, aber natürlich auch von den Lesegewohnheiten der Leute. Weil wenn ich was poste um 7 in der Früh und die Leute fangen an zum Zeitung lesen, dann geht das viel mehr und ich sehe dann sehr viel mehr, dass ich Zugriffe habe, als wenn ich das, weiß ich nicht, um 4 Uhr Nachmittag poste. Ja, es also ist wie auf Facebook ja auch. Also das spielt auch in dem Fall eine ganz große Rolle. Und ich wollte, also auch nur meine Erfahrung wieder sagen, also Twitter, es gelingt mit Twitter manchmal, ohne irgendwelche besonderen Dinge zu machen, viel größere Reichweiten zu erlangen, wenn ich den richtigen Hashtag verwende. Ja. Das ist gerade bei Twitter, das spielt bei Facebook meines Erachtens nicht so viel Rolle, aber bei Twitter ist das ein ganz wesentlicher Faktor. Wenn ich dann den richtigen Hashtag erwische, dann habe ich auch gleich einmal 10.000, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Also sehe ich nicht in der Aktion, und das ist wieder ein anderer Kaffee, aber ich sehe, wie wir es gesehen haben. Ne? Und das ist zum Beispiel auf der Kronenzeitung so, wenn ich es schaffe, kurz vor 22 Uhr, dass mein Posting durchkommt und dann drauf ist, weil dann die Foren geschlossen werden, heute ich auch eine größere Reichweite, ja, im Endeffekt. Ja. Das heißt, man muss die Zeit finden, wo alle lesen, aber keiner postet. Wo keiner posten darf, im Endeffekt. Ja. Was wiederum bei Facebook relativ wurscht ist. Ja. Also genau. Bei Facebook oder zunehmend wurscht ist, der richtige Zeitpunkt ist nirgends so relevant wie bei Twitter, weil Twitter eigentlich die einzige Plattform ist, die noch in Realtime ist und chronologisch. Während es bei Facebook sein kann, dass mein Beitrag erst am nächsten Tag für einen großen Teil meiner Community zu sehen sein wird, wenn ich ihn nicht werbeunterstütze. Das heißt, dieses darauf verlassen oder darauf abstimmen, meine Veröffentlichungen auf Facebook darauf abzustimmen, wie viele User da gerade online sind, macht keinen Sinn mehr. Es ist insofern sinnlos, weil es ja Unmengen an Social Media Managern gibt, die alle irgendwie dieselben Ideen drüber haben, wann ihre Community online ist. Das heißt, die posten alle zur selben Zeit. Ne? Also es, die Spitzenzeiten auf Facebook sind ja auch die Zeiten, wo alle posten. Ne? Und nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Naja, aber es gibt Spitzenzeiten, wo alle posten. Ne? Ja, das heißt, es kommt dann gegengleich, wo die meisten User online sind. Aber trotzdem, die Postings sind zur selben Zeit verfügbar. Ne? Und deshalb auch nicht. Das habe ich ja gemeint. Durch den Algorithmus ist es eben nicht gewährleistet, dass mein Post in dem Moment, wo ich ihn poste, auch wirklich verfügbar ist. Weil es eben davon abhängig ist, wie schnell und in welcher Ausprägung der Algorithmus die Auslieferung steuert. Und das ist eben der ganz gravierende Unterschied zu Twitter. Bei Twitter kann ich davon ausgehen, dass in dem Moment, wo mein Tweet abgesetzt wird, er in der Timeline aller meiner Follower ist, die zu dem Zeitpunkt online sind. Bei Facebook ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Naja, aber das widerspricht sich jetzt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast und was ich auch unterstützen würde, nämlich, dass die erste halbe Stunde entscheidend ist, wie sich ein Posting entwickelt. Ne? Ja, deshalb, weil ich innerhalb der ersten halben Stunde sehe, wie stark die ihn angezeigt bekommen haben, in der ersten halben Stunde reagiert haben. Ja. Wenn da gut reagiert wird, aber ich weiß eben nicht, wer die sind, die ihn als erstes zu sehen bekommen, das kann ich eben bei Facebook nicht wirklich sagen, bei Twitter schon, nämlich die gerade online sind. Ja, ja. Das ist der große Unterschied. Die Problematik ist halt auch noch bei Facebook, wenn ich das analysieren will anhand von anderen Seiten, ist, dass ich auf Facebook dann auch noch gewisse Postings pushen kann, indem ich da gezielt Werbebudget dafür veranlasse. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frequenz habe, ja, aber ich meine ja nur, wenn ich jetzt sage, was ist die optimale Frequenz an einem Tag und ich sende 10 Postings raus, aber 2 bewerbe ich davon, dann ist schon sehr schwer anhand einer fremden Seite zu sagen, okay, die Frequenz war jetzt optimal für diese Art von Postings oder nicht. Also das ist ein Analyseproblem an sich, ja. Und es spielt einfach tatsächlich immer weniger eine Rolle. Je stärker die Algorithmen greifen, desto weniger spielt die schlichte Frequenz eine Rolle, sondern halt einfach, wie stark oder wie gut ein Inhalt funktioniert.
oder eben nicht? Kann man eigentlich auch schon für den letzten Wahlkampf, also ich nehme an, für den nächsten Wahlkampf wird sehr relevant sein, sagen, dass es ohne ein Budget eigentlich überhaupt keine Möglichkeit gibt, dass man was sichtbar macht. Ja? Also muss man quasi jeden Post eigentlich bewerben? Ja und nein. Müssen, wird man es vor allem deshalb müssen, weil es alle anderen auch werden. Das heißt, wenn der politische Mitbewerb mit dem größeren Budget reingeht, dann bin ich ein Stück weit unter Zugzwang. Was man aber auch in dem Wahlkampf schon gesehen hat, ist, dass es auch die kleineren mit den richtigen Inhalten zum richtigen Moment durchaus gelingen kann, hohe organische Reichweiten zu erzielen. Da gibt es ein paar Facebook-Posts von Pilz zum Beispiel, wo man weiß, dass da kein großes Budget dahinter war, oder man davon ausgehen kann, dass kein großes Budget dahinter war, es aber trotzdem gelungen ist, sehr, sehr hohe Reichweiten, sehr, sehr viel Interaktion damit zu erreichen. Das heißt, beides ist richtig. Ich wehre mich immer dagegen, wenn es heißt, die organischen Reichweiten bei Facebook gehen immer mehr zurück. Das stimmt nämlich nicht, also zumindest nicht da, wo wir es messen. Es wird nur schwieriger, aber es stimmt nicht, dass sie automatisch zurückgehen oder dass da der Zuckerberg an der Schraube dreht, weil er mehr Geld verdienen will, sondern es ist einfach der Wettbewerb größer und damit wird es halt schwieriger durchzukommen, aber es hat nicht unbedingt mit Geld zu tun. Und auch wenn Geld dahinter ist, ist immer noch der entscheidende Faktor, wie gut funktioniert es. Also wenn ich jetzt 500 Euro in einen Post investiere, kann ich damit 10.000 Reaktionen kriegen oder nur 500. Und das hat eben genau den gleichen Grund wie in der organischen Auslieferung auch, wie gut funktioniert der jeweilige. Aber kann man über die organische Reichweite überhaupt noch eine Aussage treffen in einem Umfeld, wo beworben wird? Also sobald ich bewerbe, steigere ich damit ja auch die organische Reichweite. Ja, und man kann es, wenn man die Insights hat und man Zugriff auf die Insights hat, kann man sie getrennt ausweisen in organisch, also wie viel habe ich innerhalb meiner Fanbase erreicht. Wie viel durch Viralität, also durch virale Verbreitung und wie viel ist tatsächlich Geld? Also es sind drei Kennzahlen eigentlich, die es gibt. Habt ihr eigentlich auch Auswertungen über Instagram gemacht und so? Ja. Weil das wird ja immer stärker und interessanter, weil es ist viel einfacher, ein Bild zu posten anstatt eine Message. Ja. Ja, das Problem bei Instagram ist nur, dass die Stories dort nicht auswertbar sind und ja, das macht schon mal nur halb so lustig. Und das, was messbar war, also eben von normalen Bildposts, ist im Aufkommen immer noch verschwindend. Aber habt ihr geschaut, irgendwie die Follower von Kern kurz und so weiter, wie stark die gestiegen sind in dem Zeitraum? Was sind die gestiegen? Die Followerzahlen haben wir uns nicht angeschaut, nein, weil wir eben das Interaktionsaufkommen uns anschauen und nicht. Vor allem die Followerzahlen, die können Sie sich kaufen. Haben wir also gerade auf Instagram Profile? Haben auch alle politischen Instagram Profile? Das kann jetzt auch auffallen. Nicht alle, beziehungsweise ist es schwierig festzustellen, was jetzt wirklich ein offizielles Profil ist. Also es gibt zum Beispiel vom Strache, ich glaube, 20 Profile auf Instagram und viele davon sind so aktuell und so täuschend echt, dass man es echt nicht weiß, ob die jetzt echt sind oder ob das einfach nur ein Fan ist, der dem von PK zu PK verfolgt. Aber von Kurz und von Kern gab es schon offizielle Profile. Ja. Und von der ÖVP und von der SP und so weiter. Ja. Da gibt's. Frage aus dem Publikum. Ja? Mein Name ist Gertrud Haas. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt bei Social Media und ganz speziell bei Facebook eine Büchse der Pandora geöffnet ist, die gerade so am Anfang steht und wo man jetzt erst erkennt, was man da eigentlich für ein Pulverfass vor sich hat. Herr, Sie haben es jetzt, es ist meine Wahrnehmung jetzt so, Sie haben vorher auch die Sentiments dargestellt oder auch dieses Beispiel von den Emojis, dass gerade die Rechtsparteien ein sehr hohes Empörungspotenzial damit wecken und mich persönlich beunruhigt das sehr, dass das genau dort, wo eben die Manipulationsfähigkeit der Menschen, die halt sehr unkritisch sind, auch in der Mediennutzung, dass da Tür und Tor geöffnet ist, auch politisch wahnsinnig viel zu manipulieren. Ich würde
Sie gerne fragen, wie Ihre Einschätzung ist über die Zukunft, also auch der nächsten 2 bis 3 Jahre. Wo stehen wir da jetzt und wie wäre Ihre Prognose, wie man damit umgeht in den nächsten 2, 3 Jahren? Danke. Finde ich immer gut, wenn das Publikum mir eine Frage abnimmt. Da sind jetzt auch wieder mehrere Fragen darin gesteckt. Ich denke noch drüber nach. Ich denke halt, dass gerade das, was in Amerika passiert ist, in dem amerikanischen Wahlkampf mit diesen Russen-Geschichten, dass da auch Facebook sich diesen Algorithmus, es gibt jetzt Änderungen, dass diese Dark Ads jetzt nicht mehr Dark sein dürfen, sondern Impressum haben müssen und so weiter, nachvollziehbar sein müssen. Mhm. Und sich da sehr viel ändern wird und dass auch dieser Algorithmus ändern wird, weil auch Facebook kommt darauf, dass eben das, was Sie gesagt haben, genau das Problem ist, auch im Endeffekt sowas zu verbreiten. Und ich denke mal schon, dass da einiges ändern wird auch. Vom Algorithmus ja einige Sachen ändern wird, ob es besser wird, weiß ich nicht, ja. Oder schlechter, das ist ja die Frage. Aber ich gehe schon aus, dass sich im Zuge dieser Affäre, oder wie auch immer man es nennen möchte, was da gerade passiert, sich einiges ändern wird, ja. Hoffentlich zum Besseren, ja. Aber es ist halt schwer so vorhersehbar. Vielleicht wird es auch eine Änderung, muss ich glauben, es ist zum Besseren, in welcher ist zum Schlechteren, ja. Das weiß man. Das ist auch dieser Algorithmus, das wusste ja niemand vor 2 Jahren, dass das so auswirkt im Endeffekt, ja. Und sie tun ihn eh die ganze Zeit tunen, ja. Und ändern und so weiter, ja. Und wirtschaftliche Interesse stehen ja noch dabei. Das ist eh klar, ja. Deswegen ist es halt, also wer mehr Geld einwirft, kriegt die größere Reichweite. Aber das ist ja immer schon so gewesen. Das ist mit Werbung auch immer schon so gewesen. Ja. Es ist ja nichts Neues im Endeffekt. Ja. Was man auch noch dazu sagen muss, also der hauptsächliche Algorithmus, der im Trump-Wahlkampf eben das Thema und das Problem war, ist einer, den es bei uns gar nicht gibt. Weil das ist der Trending Topics-Algorithmus auf Facebook gewesen. Ja. Also wenn es den mal bei uns gibt, dann hat Facebook neue Probleme, weil man den sozusagen dann auch auf Deutsch warten muss und nicht nur auf Englisch. Aber die haben ihn, glaube ich, ganz bewusst nur in englischsprachigen Ländern ausgegeben. Ist ja ganz lustig, kann man mal googeln, diese Pseudo-Ads, die da im amerikanischen Wahlkampf gemacht worden sind und über Tag-Ads gepostet worden sind, sind extrem lustig teilweise. Also wo Jesus gegen den Teufel kämpft und so weiter und solche Sachen. Also da gibt es ganze Seiten, wo es Ads drauf sind und da sieht man, welcher Brutalität das einerseits ist und wo es hingeht. Ja. Und da kommt noch was dazu, was auch in den USA möglich ist und bei uns nicht. In den USA gibt es die Möglichkeit, sein Publikum zum Beispiel nach Ethnicity zu sortieren. Das heißt, dort war es möglich zum Beispiel und es gibt die Möglichkeit, das mit Kreditkartendaten zu verknüpfen. Das heißt, dort konnte man arme Schwarze targeten, ganz konkret. Und das ist bei uns in der Form halt nicht möglich. Ja. Also noch nicht möglich oder im Moment zumindest nicht so offensichtlich. Nicht. Schwieriger. Ja. Aber man muss sich irgendwie was war der Algorithmus, mit der nur in Englisch ist oder was ist das? So wie es auf Twitter Trending Topics gibt, gibt es gibt es in Amerika auch auf Facebook Trending Topics und dort waren, das war dieser BuzzFeed-Artikel, der auch bei uns in den Medien war, bei uns haben die ganzen Journalisten geglaubt, es handelt sich um den Newsfeed. Ja, aber es handelt sich um die Trending Topics, das heißt dort waren in den Trending Topics in der rechten Seitenleiste ganz oben Fake News beliebter als echte Nachrichtenartikel in der Endphase des Trump-Wahlkampfs. Jetzt bin ich fertig mit dem Nachdenken. Ich sehe da 2 Dimensionen. Das eine sind die Targeting-Möglichkeiten, die es gibt und die damit verbundene nicht vorhandene Transparenz. Das ist aber ein Problem, das es bei weitem nicht nur auf Social Media gibt, sondern im kompletten Online-Bereich und im Prinzip sogar bei der Post. Also ich kann einen Brief an ganz bestimmte Sprengel schicken. Also die Post hat mittlerweile auch ganz viele Daten über Postadressen, die ich im Prinzip genauso targeten kann wie Online-Werbung. Und wo ich auch nicht unbedingt weiß, wer jetzt zum Beispiel an wie viele Pensionisten einen Brief geschickt hat und was da drinnen steht. Ja. Eigentlich eine ähnliche Problematik. Und der ganze Bereich Online-Werbung abseits von Social Media, der im Prinzip genauso gebucht wird, wo man eben nicht mehr, jetzt schon lange, nicht mehr eine bestimmte Platzierung in einem bestimmten Medium, in einem bestimmten Umfeld bucht, sondern auf eine Zielgruppe bucht und über Realtime-Bidding schaut, dass man diese Zielgruppe so schnell wie möglich, so gut wie möglich, so kostengünstig wie möglich zu erreichen. Also vom Prinzip genau dasselbe wie auf allen Social-Media-Plattformen. Der wesentliche Unterschied dabei ist, dass ich am Banner nicht kommentieren kann. Und das ist das zweite Problem und das gibt es schon in der Form nur auf Social Media, dass durch die Kommentare zu einem Inhalt dann ein Meinungsklima entsteht.
und das wirklich sehr, sehr leicht zu manipulieren ist. Da brauche ich einfach nur, da brauche ich noch nicht einmal selbst als Seitenbetreiber großartig mit eigener Meinung interagieren, sondern ich brauche einfach nur alles, was negativ ist oder mir nicht passt, ausblenden oder löschen und das, was man zu Pass kommt, vielleicht liken oder halt einfach stehen lassen. Das ist ja etwas, was jetzt schon ganz, ganz stark passiert. Und das ist sicher ein großes Problem. Vor allem, weil eben, und das immer wieder beim Journalismus, weil es eben immer weniger kritische Journalisten gibt oder immer weniger, die Zeit dafür haben, solche Dinge überhaupt noch zu recherchieren. Und das ist ein ganz großes Problem, dass da dieses Korrektiv einfach fehlt. Das wäre auch mal eine schöne Auswertung zu bekommen, welche Kommentare gelöscht worden sind. Ja, weil selbst die Grünen haben Kommentare gelöscht ohne Ende im Wahlkampf, ja, auf ihren Seiten. Ja. Und das ist natürlich, da kannst du noch so viel schreiben, noch so viel machen. Du tust dir selber das bauen, was du haben möchtest, die Welt. Wer weiß noch, dass die gelöscht sind? Weil es genug Leute gibt, die einen Screenshot gemacht haben, das gepostet haben und eine Stunde später war es weg. Ja. Und ja, das ist gerade beim Strache ganz extrem, aber auch eben bei den Grünen war es auch ziemlich heftig teilweise. Ich weiß auch von den Grünen, dass sie es tun und da wollte ich dich noch was, frage dir da das super, da wollte ich dich noch was fragen und zwar, es gab dann bei den Grünen so ein bisschen auch die Verschwörungstheorie, nämlich in der Letztphase vom Bundespräsidentenwahlkampf, dass quasi ganze Scharen von Online-Postern der FPÖ abgestellt sind, die grünen Plattformen sozusagen mit Beschäftigungstherapie an Negativpostings auf Trab zu halten, damit die nichts anderes tun können, als die ganze Zeit löschen und kommentieren. Und du hast ja gesagt, du konntest auswerten, die Leute, die kommentieren, wo die auch noch sonst wo kommentieren. Konnte man da zum Beispiel sehen, dass besonders viele Leute, die sich sonst im FPÖ-Umfeld herumtreiben, bei den Grünen kommentieren? War sowas sichtbar? Jetzt im Nationalratswahlkampf überhaupt nicht. Gar nicht. Also da war überhaupt nichts ungewöhnlich. Das einzig wirklich Ungewöhnliche war, dass die Neos ein breites Spektrum hatten. Okay. Aber sonst war das recht vorhersehbar. Das heißt, es waren die eigenen Blasen, mehr oder weniger? Es waren die eigenen Blasen, also vor allem bei ÖVP und FPÖ, weniger bei SPÖ und Grünen und eben praktisch gar nicht bei den Neos. Und diese Filterblasen-Thematik, Filterblasen gibt es schon immer, seit es Medien gibt. Und ich behaupte, sie waren früher noch weit schlimmer und sind es auch immer noch. Es gibt immer noch ganz, ganz viele Menschen in diesem Land, die als einzige Nachrichtenquelle die Kronenzeitung haben. Also wenn das keine Filterblase ist, weiß ich auch nicht. Und der wesentliche Unterschied, und das, deshalb bin ich auch so dankbar über diese Diskussion zu dem Thema, ist, dass man sich jetzt die verschiedenen Filterblasen ganz leicht anschauen kann. Also ich kann mir anschauen, was geht denn in dieser Filterblase ab und ich kann auch ganz leicht meine eigene Filterblase verlassen, wenn ich das möchte. Und das kann ich, oder konnte ich früher nicht. Ich kann mich nicht einfach an einen fremden Stammtisch irgendwo in Vöcklabruck setzen und mir anhören, was die dazu reden. Auf der Seite von am Strache kann ich das sehr wohl und sehr einfach. Man muss es nur tun. Ja. Und das größere Problem sehe ich in dem fehlenden Korrektivjournalismus oder kritischen Journalismus als in den Plattformen selbst. Vielleicht. Ja, sicher. Danke. Ich nenne nur kurz das Beispiel, das jetzt, was war das jetzt in den USA für ein. Ich weiß schon, der auch ein Sexualdelikt von dem Abgeordneten in Alabama, dem auch vorgeworfen wurde, dass er minderjährige Frauen vor 40 Jahren einmal belästigt hat. Und es werden jetzt gerade gezielt also Artikel lanciert, wo gesagt wird, Journalisten der Washington Post bezahlen Frauen dafür, dass sie sowas behaupten. Mhm. Und das verbreitet sich rasend. Und ich denke mir, der Algorithmus von, egal ob es jetzt Google oder Facebook ist, unterstützt das, weil sie ja Geld dadurch verdienen. Also für mich ist da, also Sie kennen sich da besser aus als ich, aber ich nehme so wahr jetzt eben, dass es da null Korrektiv gibt, um da Einhalt zu gebieten und dass eben durch das Empörungspotenzial genau dieses Ding erfolgreich ist, im Sinne von, es verbreitet sich rasch, also es ist ein virales Ding und das aber irrsinnig viel Schaden anrichtet in meiner Wahrnehmung. Danke. Darf ich da gleich einhaken? Es wurde, glaube ich, vorher gesagt, dass es Filterblasen früher schon gibt und vielleicht sogar schlimmer. Da gebe ich bis zu einem gewissen Grad recht, aber ich glaube, dass Facebook die Filterblasen durch seine Technik halt sehr stark unterstützt. Das heißt,
Das war vorher auch das Beispiel, wenn ich etwas schere, was ich eigentlich nicht mag, dann unterstütze ich damit diesen Beitrag und so weiter. Also es gibt schon technische Dinge, die dazu führen, dass es noch verstärkt wird. Und das Gleiche gilt für Fake News meiner Ansicht nach auch. Wo ich nicht ganz d'accord bin, dass es im Sinne und Interesse von Facebook ist. Sie machen auch einiges dagegen, zum Beispiel so Fact-Checking-Sachen, da gibt es schon was, da können Sie das vielleicht genauer noch sagen. Und auch auf das Thema Wahlbetrug, Dirty Campaigning, haben sie jetzt einige Maßnahmen gesetzt. Ich habe mir das vorher rausgeguckt, die haben jetzt, glaube ich, 250 Mitarbeiter, nennt sich Election Integrity Employees, die halt schauen, wo kommt da das Geld her. Sie schauen, dass sie die Geldflüsse offenlegen. Man kann nicht per se sagen, ich nehme kein Geld mehr aus Russland. Die machen natürlich auch in Russland mit Facebook Werbung Kohle. Aber ist es politische Werbung, dann muss es offengelegt werden und so weiter. Also ich glaube schon, dass sie da sehr viel dagegen machen. Aber vielleicht können Sie da noch näher drauf eingehen. Vielleicht nochmal zurückkommen auf das Thema Kommentare und virale Verbreitung. Das sind nicht unbedingt die gleichen Dinge. Die Kommentare unter einem Post kann ich lesen oder können gelesen werden oder nicht. Wir wissen nicht, wie intensiv die Kommentare wirklich gelesen werden. Das ist ganz ähnlich. Wir wissen es nicht. Also, du hast herausgefunden, dass es ganz, ganz wenige sind, die da überhaupt kommentieren. Könnte man jetzt daraus schließen, dass es auch weitaus weniger sind, die das überhaupt lesen, als man glaubt? Die virale Verbreitung, auf die natürlich auch die Anzahl der Kommentare und wie heftig kommentiert wird, einen Einfluss hat, gab es aber auch vor Social Media schon, ich sage nur Kettenbrief. Und da war es auch so, dass das viel mehr im Verborgenen war und es viel länger gedauert hat und viel schwieriger nachzuvollziehen war, wie weit sich etwas verbreitet hat, als das jetzt der Fall ist. Darf ich kurz was sagen zu den Manipulationsmöglichkeiten durch den Feed? Ja? Also zwei Beispiele, die ich dabei gerne bringe. Das eine war ein Gag von der Partei, die Partei in Deutschland. Die haben nämlich sich den Schmäh geleistet, dass sie 30 oder 40 AfD-Gruppen gekapert haben. Ja? Das heißt, die haben sich eingeschleimt bei den Administratoren. Es war eigentlich nur eine Administratorin und einer, der da gepostet hat, und haben dann diese Gruppen als Administratoren selber übernommen. Und da haben sie dann selber auch ein bisschen offengelegt, wie dort Meinung gemacht wird. Und zwar funktioniert das so: Die haben eine Zielgruppe, das sind interessanterweise 30- bis 40-jährige Männer. Und dann macht jemand so eine Gruppe, also sie haben Spot genannt, war halt irgendwie programmatisch, der hat dann von seinem eigenen Account alle Leute im richtigen Alter geedet in diese Gruppe, und sobald die in der Gruppe drinnen waren und sie nicht geweigert haben, in Gruppen kann man Leute ja einfach reinholen, hat die nächste Gruppe die auch hereingeholt, und am Ende des Tages hatten die dann im Prinzip einen Feed, weil Gruppen sehr gut sichtbar sind im Feed, der zu einem sehr großen Prozentsatz aus AfD-Postings bestand, weil die einfach in ganz vielen Gruppen Mitglied waren. Ja? Das ist eine Möglichkeit, solche Manipulationen zu machen. Das zweite ist, das andere, es ist nicht so einfach zu sagen, der eigene Feed ist etwas, was gut funktioniert in der Manipulation, weil man kann sich nämlich selber auch ziemlich reinlegen im eigenen Feed. Mein klassisches Beispiel ist, man like mal konsequent alles, was man mag, und kommentiere alles, was man ablehnt. Da hat man binnen recht kurzer Zeit einen sehr unfreundlichen Feed. Also immer wenn Leute mir sagen, Facebook ist so arg geworden, heißt ja, es ist ihr eigenes Facebook, es hat ja hier sein eigenes Facebook, dann sage ich immer, pass einmal auf, was für Sachen kriegst du, sind das lauter Sachen, die dich aufregen und ärgern, schau mal, wie du dich verhalten hast in der letzten Zeit und beginn ein paar von denen wieder rauszuhauen, die dich ärgern, und du wirst sehen, es kommen auch wieder ein paar Katzenbilder. Ja. Und das ist laufend im Fluss. Warum? Weil Facebook einem nämlich das anzeigt, von dem Facebook prognostisch glaubt, dass man am ersten damit interagieren wird. Weil mit dem Interagieren verdient Facebook das Geld. Nur, also vielleicht darf ich da auch noch ein bisschen was ergänzen. Abgesehen von den ganzen Algorithmen und dieser Diskussion ist ganz wichtig auch, in Angriff zu nehmen, das, was du auch kurz schon gesagt hast, diese Schärfung der Gesellschaft selbst und ein bisschen eine Sensibilität da hervorrufen. Das ist ganz wichtig auch beim Bildungsbereich, vor allem bei den jungen Personen. Wenn das einmal gut in Angriff genommen wird, dann kriegt diese Thematik auch automatisch auch weniger Relevanz. Und das ist ganz wichtig. Ja. Und das Zweite, was wir haben, wenn wir über Löschen auch sprechen oder so, da wollte ich nur eine Anmerkung geben, was uns auch aufgefallen ist,
die ich jetzt einfach so in den Raum stelle, aber was uns aufgefallen ist, bei den einzelnen Facebook-Seiten von Spitzenkandidaten oder Parteien konnten wir sehen, dass es durchaus viele gibt, wo wir Postings archivieren konnten von Beginn an, wie die Seite entstanden worden ist. Und Sebastian Kurz konnte ich archivieren seit 2010 jedes einzelne Posting. Aber was wir gemacht haben, wir haben uns auch angeschaut bei neuen Postings, wie entwickeln sich da die Reaktionen auf die Zeit hin. Und da haben wir plötzlich bemerkt, dass alle Seiten, die der FPÖ angehören, sei es irgendwelche Personen oder die Partei selbst, offenbar einen automatisierten System dahinter haben, die automatisch nach 3 Monaten alle Postings löscht. Also man bekommt hier nur die letzten 3 Monate, wenn man es nicht selbst archiviert hat, und von allen anderen bis hin von vor 7 Jahren. Das ist vielleicht auch ganz wichtig aus Transparenz oder halt auch Nachvollziehbarkeit, was du auch gesagt hast, in deinem Vortrag gesagt hast. Ja. Also da gibt es schon auch in der Gesellschaft selbst wichtige Sachen, wo eine Schärfung innerhalb der Personen und Gesellschaft ganz notwendig ist. Ja. Das ist auch was, der Dieter Ziernig von Neuwahl.com hat in den Wochen vor der Wahl, hat er auf Berufsschulen und neuen Mittelschulen also erklärt, wie Demokratie funktioniert und so weiter. Und er war total erschüttert. Ich glaube, der hat 600 Schulen getroffen, 600 Schulen oder Klassen gewesen, dass die meisten, diese 14- bis 16-Jährigen, die wissen nicht einmal, dass es mehr als 2 Parteien in Österreich gibt. Ja. Ja. Und die kannten die FPÖ deswegen, weil diese FPÖ-Werbespots mit dem Tätowierer und so weiter so massiv auf YouTube liefen. Ja. Deswegen kannten sie von YouTube die FPÖ. Ja. Ja, und das ist erschütternd im Endeffekt. Ja. Und da kannst du noch so einen guten Algorithmus haben und so weiter, da musst du woanders ansetzen im Endeffekt. Ja. Und auch, das hat auch mit Journalismus zu tun im Endeffekt. Ja. Da schließt sich ganz schön wieder der Kreis zum Budget. Das war ja, oder es hat mich überrascht, dass die eine oder andere Partei relativ klar kommuniziert hat, oder auf Nachfrage zumindest klar kommuniziert hat, wie viel Geld sie ausgeben. Und die von der FPÖ weiß man also aus eigenen Angaben, dass sie 15% ihres kompletten Wahlkampfbudgets in Social Media investiert haben. Da ist dann Targeting schon wurscht, weil das ist ein Millionenbetrag, und ja, da kann ich einfach alle targeten, und das hat man ganz, ganz deutlich gesehen mit den YouTube-Videos. Das war völlig schwachsinnig getargetet. Da wurden alle erreicht, bis zum ultralinksten Kommunist, der ganz sicher sie never ever nicht mit dem lustigsten, freakigsten, whatever Video irgendwie dafür erwärmen wird können. Und das ist dann dieses Geldproblem, und da haben halt dann die Kleineren schon einen Nachteil. Den sie sich aber dann, das fand ich dann wiederum auf der anderen Seite bei den Kleineren spannend, die Neos haben laut eigenen Angaben ein Wahlkampfbudget von 2,5 Millionen gehabt, also weitaus geringer als das der 3 Großen, und davon aber nur 90.000 Euro in Social Media gesteckt. Und die Hälfte des kompletten Wahlkampfbudgets in Plakate, also da ist ihnen halt einfach auch nicht zu helfen. Wenn ich solche Media, wenn ich solche Mediaplanungsentscheidungen treffe als eine Partei, die noch dazu eine vergleichsweise junge Zielgruppe hat, dann ist ihnen einfach nicht zu helfen. Und ähnliches kann man wahrscheinlich für die Grünen sagen, da ist es noch absurder gewesen, weil ganz offensichtlich die Media-Spendings auf Social Media weitaus geringer waren und auch anteilig weitaus geringer waren als bei den 3 Großen, muss man sich aber vorstellen, bei einer Partei, die eigentlich genau aus der Ecke kommt und für die Social Media fast erfunden sein sollte, und die auch die Erfahrungen aus dem Bundespräsidentenwahlkampf nur ein Jahr davor hatten. Und da war es sogar so, dass die mit Abstand das größte personelle Team hatten, was halt aber auch Botschaft ist und nicht wahnsinnig verhilft, wenn ich dann auf der anderen Seite nicht das Geld habe, um die Inhalte auch wirklich zu verbreiten. Die hatten, die FPÖ hat gesagt, sie haben 3 fix angestellte Social Media Manager und arbeiten an Wochenenden noch mit Zugekauften. Und die Grünen haben selbst angegeben, dass sie 14 Vollzeitkräfte haben, die mit Social Media beschäftigt sind. Aber kein Budget, um die Inhalte zu pushen. Da ist ihnen halt dann auch nicht wirklich zu helfen. Ja. Ja. Die einzige Werbung der Grünen, die ich auf Facebook gesehen habe, war in der von Julian Schmidt. Ich merke meinen Namen einfach nicht, aber es ist eh wurscht in Zukunft. Ja. Von dem, das war die einzige Werbung, die ich gesehen habe. Völlig belanglose Werbung, wo drin steht: Ich möchte mit euch die Zukunft verändern. Ja. Super. Yay. Ja. Zeigt ja auch, dass... Gut getargetet. Gut getargetet, ja. Also,
Wenn die Likes bei den Grünen weit unter den Neos liegen, in der Nähe von der Liste Pilsen, ist das ja schon ein Indiz. Ja. Dass, aber ich finde es interessant, die Neos scheinen es dann an sich von der Thematik nicht so schlecht gemacht haben, wenn das Spending dann nicht so groß war, weil dann war das Ergebnis gar nicht so schlecht, aber das kann man viel besser optimieren. Ja. Es ist auch weniger das, was sie rausgekriegt haben mit den 90.000, das ist sicher nicht so schlecht, sondern das Verhältnis. Also wenn ich 2,5 Millionen habe und ich gebe davon 50% für Plakate aus, dann... Die dann wahrscheinlich noch so 80% in Wien sind, Also du musst, wenn du halbwegs einen Werbedruck mit einer Plakatwelle haben willst, musst du die Hälfte, und dann gleichmäßigen über Österreich verteilt, musst du die Hälfte des Budgets allein im Minus geben. Also der Ring war ja zugepflastert mit Neos-Plakaten. Ne? Ja. Darf ich vielleicht noch eine du wolltest auch noch eine Frage stellen? Ja? Also noch einmal vorletzte Frage, jetzt demnach anknüpfen an deine Frage. Hat eurer Wahrnehmung nach Fake News, ich möchte es einfach nur nochmal wiederholen, bei unserem Wahlkampf eine Rolle gespielt? Wir haben gehört, die Ängste, die Befürchtungen in Amerika, war das irgendwie wichtig? Haben Fake News in unserem Wahlkampf eurer Wahrnehmung nach, war das ein Faktor in irgendeiner Form? Das ist die Frage, was definierst du sich? Ja. Genau. Diese Aussagen von Herrn Kurz mit diese elendige Geschichte mit den Messern und den Köchen, ja, die, glaube ich, jeder 10-mal gehört hat, hat der eigentlich jemals jemand überprüft, ob das so stimmt? Ja? Mhm. Also ich habe nirgends sowas gelesen, dass es jemals jemand überprüft hat. Ja? Mhm. Auch mit der Balkanroute, und so. Da gab es ein paar so Aussagen, die sind immer wieder gekommen, aber nie wirklich überprüft worden. Ja? Und kann man nicht auch den Boulevard zu einem gewissen Prozentsatz als Fake News Verbreiter bezeichnen? Ja, was heißt Prozentsatz? Ich war vorsichtig. Es gab ein paar Fälle von irgendwelchen Angriffen auf Personen oder so, die dann als Fake herausgestellt haben, wo zum Beispiel die Kronenzeitung das 3 Tage lang auf der Startseite gehabt hat. Aber dann, dass es ein Fake war und es gar nichts passiert ist, hat sie dann irgendwo Politik in der Ferne liefen und gebracht. Ja. Also damit das ja nicht die Meinung geändert wird, wieder diesbezüglich. Ja. Aber ich glaube, wenn ich das auch noch sagen kann, das ist so pauschal wirklich so schwer zu beantworten, diese Frage, aber auf unserer Seite kann man sich schon für jede TV-Sendung, da haben wir schon die Summenstatistik drin, für die Aussagen, die wir in einem 4-Augen-Check uns angeschaut haben, da siehst du schon, in welchen Sendungen da vermehrt Falschaussagen getätigt worden sind oder nicht. Und wenn die halt im Konstant immer wieder kommen über einen Zeitraum von 3 Monaten, ist jetzt, und das tendenziell, also wir haben schon bei der FPÖ auch einiges an Aussagen gefunden, die konstant kommen und nicht den Tatsachen entsprechen, ist dann auch schwer zu sagen, inwiefern hat das jetzt einen Einfluss gehabt oder nicht, weil man bräuchte. Was war die größte Unwahrheit? Wir haben 400 ausgewertet, das traue ich mich da jetzt nicht zu sagen. In Wirklichkeit, aber gerne auf unserer Homepage. Ja. In Wirklichkeit muss man ja sagen, Fake News ist eigentlich nur ein neues Wort für ein ganz altes Phänomen, nämlich Propaganda. Ja, genau. Ich wollte nur ganz kurz zurückkommen auf das, was schon mehrmals auch angesprochen wurde, nämlich das Thema, dass wir ja das Problem haben, dass investigativer Journalismus bzw. gut recherchierter Content zurückgeht. Und in Wirklichkeit wurde der ja früher durch Werbeeinnahmen finanziert, weil die gedruckten Medien haben in Wirklichkeit ihre Journalisten damit finanziert, dass dort große Einschaltungen waren, weil auf die, ich weiß es nicht, wie viel jetzt eine Tageszeitung kostet, aber auf den Euro, der eh nicht eingeworfen ist am Sonntag in die Kassa, mit dem konnte man die Zeitung ja nicht finanzieren. Und ich glaube, eine Fragestellung, die sich für uns als Gesellschaft stellt, ist, wie kriegen wir die Finanzierung von Journalismus wieder hin? Also wie kann man das Geld, das derzeit in Multimedia, also in Social Media Plattformen geht, wo ja kein Content von diesen Plattformen generiert wird, irgendwie dorthin kriegen, dass wieder jemand für guten Content bezahlt wird? Das ist, also es gibt ja jetzt dieses Addendum-Beispiel, ist ja für mich so ein Beispiel im Endeffekt. Ich meine, die haben jetzt eine Redaktion mit 50 Leuten dort sitzen, ja. Wahrscheinlich eine der größten Redaktionen Österreichs jetzt schon im Endeffekt, ja. Alles halt von einer Privatperson finanziert, ja. Ob das der richtige Weg ist, ist eine andere Frage, ja. Das ist schon klar, ja. Also, und ich finde das Projekt sehr interessant, ja, weil es, man kann da jetzt dagegen oder dafür sein, das ist mir völlig wurscht im Endeffekt. Ich finde es sehr interessant, es gab schon 1-2 Wochen, da habe ich es auch gern gelesen. Aber im Großen ist es eigentlich ziemlich fad momentan, ja. Aber das wird vielleicht noch, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, ja. Es gibt dann diese Dossier-AT-Leute im Endeffekt, die finanzieren sich ja über Spenden auch, glaube ich, oder so.
Sowas ist halt die Frage, wie man es machen kann. Ja. Und eigentlich müsste auch der ORF das machen, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich meine, da gibt es Geld dafür. Eben weniger Formel 1, weniger Bundesliga haben sie jetzt eh verloren. Ja. Also da ist Geld frei für sowas im Endeffekt, dass wieder journalistisch, also wirklich recherchiert werden kann. Ja. Ich meine, ich lese liebend gerne die Washington Post und New York Times, weil die haben halt, und der New Yorker, die haben halt tolle Artikel, wo die Leute wirklich recherchieren dahinter, dann 5, 6 Leute, und die können sich das leisten im Endeffekt. Ja. Aber das muss nicht immer schlecht sein, ja, im Endeffekt. Ich meine, alle Tageszeitungen sind früher von reichen Leuten finanziert worden, auch, ja, oder gegründet worden. Ja. Also ich finde es muss nicht unbedingt, also fast alle, okay. Aber es muss nicht unbedingt schlecht sein, ja, in dem Fall. Und die Washington Post macht das wirklich extrem gut. Was in Österreich zum Beispiel bei den Tageszeitungen und Zeitungen fehlt, ist auch, früher gab es diese Firewall zwischen den Anzeigenabteilungen und der Redaktion, ja. Die gibt es jetzt überhaupt nirgendwo mehr, ja. Das geht ja fließend über. Da wird die Anzeige für die Parteien in dem Artikel platziert oder für das Produkt und so weiter. Ja. War früher so nicht möglich im Endeffekt. Oder hätte so nicht passieren dürfen. Du hast vorhin angesprochen, dass User es gewohnt sind, dass Nachrichten gratis sind. Das stimmt. Das war aber im Printbereich auch schon so, weil die Sonntagszeitung ist auch immer geflattert worden und nicht wirklich gekauft. Naja, aber das Angebot war ein anderes. Also ja, aber den größten Vorwurf, warum Journalismus heute schwieriger zu finanzieren ist als noch vor 10 Jahren, müssen sich schon die Medienhäuser selbst gefallen lassen. Und das genau. Daran sind sie in erster Linie selber schuld, weil sie ihre Online-Angebote von Anfang an verramscht haben. Und ein 1000er Kontaktpreis beim Kurier Online einfach weitaus niedriger ist, immer noch und immer schon war, als in der Printausgabe. Und das haben sie sich selbst gemacht. Niemand hat ihnen gesagt, dass der so niedrig sein muss. Kein Mensch sagt, dass ein DKB nur bei 5 Euro sein darf und nicht bei 20. Aber dann hast du mich ein bisschen falsch verstanden, weil das ist genau das, was ich gemeint habe, weil dass die Medienhäuser mit Anfang des Internets angefangen haben, sehr viel gratis online zu stellen und das eine lange Zeit so war. Und jetzt die Medienhäuser sehr scheu sind, Premium-Artikel. Der Content kann ja gratis sein. Sie haben es einfach verabsäumt, den Content in der gleichen Form mit Werbung zu finanzieren, wie sie es im Print auch gemacht haben. Sie haben einfach den Content den Usern ja sowieso geschenkt, das haben sie davor ja schon gemacht, sondern sie haben es in erster Linie der werbetreibenden Wirtschaft geschenkt. Wobei also die großen Profiteure sind die werbetreibenden Unternehmen. Ja. Wobei es ist ja gerade ein bisschen ändert, ich habe gestern oder vorgestern eine Studie gesehen über die 100 größten Tageszeitungen weltweit oder so, also wo die New York Times und so, dass 2/3 von denen schon Paywall haben im Endeffekt, ja. Ich meine, und ich zahle echt gern für die Washington Post, ja, weil das echt super ist zum Lesen. Die haben eine total tolles App dafür, das funktioniert online super, ja. Ich meine, das ist das andere Problem, dass diese Webseiten der österreichischen Tageszeiten alle schlecht sind im Endeffekt, ja. Also wirklich schlecht, ja. Dramatisch schlecht, nicht responsive sind, das ist absolut nicht state of the art, wie Webseiten heutzutage ausschauen sollten, ja. Ja, noch eine letzte Frage. Ich wollte noch eins als alte Crowdfunding-Tante noch dazu sagen. In den USA gibt es auch das Modell, dass es eigene Crowdfunding-Plattformen für Journalisten, für investigativen Journalismus gibt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, es gibt ja bei uns auch manche Journalisten, die versuchen, sich selber zu finanzieren. Die schreiben halt dann irgendwie alle paar Tage ein nettes Artikel und dann schreiben sie, wenn sie mich unterstützen möchten, dann geben sie mir doch ein bisschen Geld. Das ist zu wenig zielorientiert. Ja, also wenn ich jetzt wirklich hergehen würde und sagen würde, ich möchte herausfinden, ob die Kronenzeitung und die FPÖ zusammenarbeiten, weil der Schmidt zum Beispiel von der Kronenzeitung gesagt hat, sie schreiben Artikel praktisch schon für die FPÖ, damit die FPÖ sie teilt, weil die FPÖ hat mehr Publikum als die Kronenzeitung, ob es da zum Beispiel Kickback-Zahlungen gibt. Ja, und ich habe da eine Spur, ich habe da einen Hint, ich möchte da irgendwie mehr recherchieren und dafür möchte ich ein Geld. Dann ist es wahrscheinlicher, dass solche Dinge auch über Crowdfunding zustande kommen, als wenn ich sage, ich möchte mir bitte meinen täglichen Lebensunterhalt finanzieren lassen von meinen Lesern. Ja? Also ich glaube, da wird auch strategisch noch sehr schlecht mit der Geschichte umgegangen. Und jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Ich wollte nur damit das, also das hat der Chefredakteur für Politik, der Conny, wirklich gesagt, dass sie Artikel dann am besten performen, wenn der Strache sie teilt. Ja. Ja. Und deswegen schreiben sie das so hin, dass der Strache sie teilt. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Nur, ja. Ich habe weniger eine Frage als einen Kommentar. Werner und die ganzen Diskutanten hier, ich fürchte, dass das irgendeine Art von Luxusdiskussion ist oder eine Sisyphus-Diskussion, Sisyphus-Arbeit. Ich erinnere mich zurück, 2 oder 3 Digitalks, wo eine Dame gesagt hat, wir haben in Österreich mehrere hunderttausend von Leuten, die nicht mehr sinnerfassend lesen können. Jetzt generiere ich einen wunderbaren Content, wie man wir das finanzieren und so weiter und so fort, nur es versteht keiner.
Ich glaube, dort ist unser Problem. Und es kam ja auch hier schon vor, Zielgruppe 13-, 14-Jährige und so weiter. Ne? So. Ja, die Frage, die ich einmal gehört habe, es ist ja nicht nur interessant, was die Leute posten, sondern was die Leute nicht posten. Und meine Frage, ist es technisch wirklich so, dass man eigentlich in der Lage wäre, bevor ich den Send-Knopf noch drücke, dass eigentlich mitgeträgt wird, was ich schreibe. Ich habe da gehört, dass es da so Versuche gegeben hat, dass es wesentlich interessanter ist, was die Leute, wenn sie irgendwo einen Kommentar sehen, einmal eintippen, und mir geht es auch manchmal so, und dann, bevor sie den Send-Knopf drücken, eigentlich wieder weglöschen. Und das eigentlich eher die wirkliche emotionale Meinung widerspiegelt. Und es ist ja auch so, dass auf einigen Webseiten, wenn ich einen Link habe zu Facebook, schon ein Cookie aktiviert wird und Facebook und Google schon wissen, dass ich auf der Seite bin, obwohl ich den Link noch nicht wirklich gedrückt habe. Wie ist da die technische Sicht dazu? Also möglich ist es natürlich von Facebook-Seite aus, das zu tracken im Endeffekt. Tun sie auch wahrscheinlich. Geben sie auch zu, also sie tracken das und werten das aus. Und dafür brauchst du auch gar nicht Cookies. Auf Tastendruck wird dann einfach das gesendet per JavaScript an den Server. Da brauchst du keine Cookie dafür und dementsprechend auch keine Datenschutzbestimmung dazu. Also es ist einfach... Auch beim Eingeben ja schon die Smileys gemacht und der Link automatisch ausgewertet und so weiter. Die wissen schon, was du da tippst. Der Mechanismus, der da dahinter steckt, ist genau derselbe Mechanismus, aufgrund welcher Basis bei Google in der Suchmaske, wenn du zwei Buchstaben eintippst, schon Vorschläge bekommst. Das ist genau derselbe Punkt. Google weiß schon, welche zwei Buchstaben du eingetippt hast, bevor du Enter gedrückt hast. Es ist watschen einfach. Es geht bei Facebook, bei Twitter ganz genauso. Ja. Das heißt, man kann davon ausgehen, mit dem Senden-Button, wenn man das eintippt und auch wenn ich es nachher zurücknehme, das ist Also mit dem Senden-Button bestätigst du lediglich, dass du das posten willst, aber nicht, dass du das an Facebook sendest. Ja. Dem Betreiber der Plattform ist es sehr wahrscheinlich bekannt. Werbetreibenden natürlich nicht. Okay. Ja, dann, nachdem mein Hund die ganze Zeit schon meint, das ist jetzt irgendwie Schluss mit lustig. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank für die Beteiligung. Ihr rennt ja jetzt nicht in einer Sekunde weg, das heißt, also, wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann kann man das jetzt auch informell lösen und einen schönen Abend. Danke an euch. Wow.